Toilettenartikel. Man, wish we still had Brody around. Der ist echt kein schlechter, denke ich, hoffe ich. Dann müssen wir jetzt nicht mit dem Zelt unter Sternenhimmel schlafen. Das ist echt schon Gold wert. Es kann nur schief gehen, aber was soll's. This cigarette with Lila seems so far away. It's nicer here. Wish I cared. Puerto Lobos, Mexico. Can I get us this far? And safe? How can we get there without money? And Daniel still doesn't know what really happened. How the fuck am I gonna tell him? Me and Daniel just have to take it one step at a time. Bad muss gleich fertig sein. Hey Daniel, bath's ready. What? Already? Can I finish this episode first? No, man. You smell so bad. There's no time to lose. Mit Hund. Hey, you smell too. Oh my god. Whoa. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no, the dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. I should throw my phone away while Daniel is washing. He'd freak out if he saw me. Hey, dude. Everything okay in there? Of course. Mushroom loves it. Be careful, she doesn't need any soap. No, no. She's sitting by the tub. Red mushroom. Woo! Okay. Laden des Handys. Sollen wir wirklich? Da sind unsere Kontakte drin. Time to say goodbye to modern life. Ich würde es ja behalten, aber. Gut. Schreib nochmal Layla das letzte Mal. Oh, shit. Lily's freaking out. Maybe I should leave her out of this, or she'll get into trouble too. Schreib ihr Vera, schreib uns. Leider zurückrufen, leider nicht anrufen. Wir müssen ja eh nicht verraten, wo wir sind. Das ist ja. Andererseits könnte echt eine Falle sein. Er hat uns schon gewarnt. Das ist schon, ist normalerweise in so einem Spiel echt so eine, es ist echt
so ein Hinweis, dass er gesagt, wirf dein Handy weg, das könnte dir was passieren damit. Es ist eigentlich schon so ein Stich, so ein kleines Stich in die Richtung hin. Es ist, und allein weil ich es auswählen will. Weil ich da ein gutes Gefühl bei habe. Hab bisher mal die falschen Optionen gewählt. Wenn wir die jetzt anrufen, ich denke, es könnte, so wie ich Life is Strange kenne, ist das auch so die Sache. Wenn wir sie jetzt anrufen, safe ist sie irgendwie, die Mutter, sie hat ja geschrieben, dass ihre Mutter, nee, das war die andere, die Freundin, und die, das ist irgendwie safe, ist die irgendwie, wird ihr Anruf irgendwie überwacht von der Polizei. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Am Ende ist er irgendwie bei der Polizei und die Polizei verfolgt den Anruf zurück und dann haben wir ordentlich ein Problem. Das ist, da müssen wir nachts noch aus dem Hotel fliehen und so weiter. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Also auf diese Eventualität habe ich echt keine. Leider nicht anrufen heißt halt einfach alleine ist. Nein, das ist traurig, dass wir ihr nicht antworten. Das ist. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwo ein. Wir werden noch irgendwo ein. Ein Wegwerf-Handy kriegen und damit anrufen können. Wir haben hoffentlich die Nummer im Kopf, dann können wir damit. Leider irgendwie erreichen und dann ansonsten aus Mexiko, wenn wir da sind, können wir uns melden. Das ist über die Grenze rüber und aus an der Grenze, wenn wir über die Grenze sind, gleich anrufen. Notfalls von einem Münztelefon, falls es die noch gibt. Und da einfach mal melden. Dann können sie aus Mexiko. Kann da nichts mehr passieren. Auch wenn es mir echt leid tut. Also ich muss, ich halte es wirklich für viel zu riskant, sie jetzt zurückzurufen. Das halte ich, das ist, übrigens die interessantere, aber bestimmt die interessantere Auswahl fürs Let's Play. Aber nein, ich will ihnen eine gute Nacht gönnen, hier im Hotel und ohne Risiko. Wir entscheiden uns dafür. Das Risiko. Sie anzurufen. Nee. Okay. Wait. Okay, okay. And action. Daniel, get your butt in here right now. What? What did I do? Und eine Sprachnachricht schicken wäre nicht die Option, weil es, da sehe ich kein Problem. Ich will das Handy jetzt nicht wegwerfen. Oh yeah, Trackstar? I was the dodgeball champ of my high school. So duck! Ow! No fair! You guys, don't crush the playbots! Hey, let's set it up! Dad, come on! Ow! Tja. Kannst dann so weit werfen bis ins Wasser? Okay. Don't think about it.
Just tell Daniel the truth. Ja. Das ist bestimmt ein guter Moment. So happy wie er gerade ist. Ja, aber ich weiß, wir müssen es lieber jetzt als irgendwo unterwegs und dann. Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel, come here. Lieber wir sagen es ihm jetzt, wir hören auf den Can we get a drink first? Brody. I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Da passiert doch safe was. Ganz ruhig, ganz vorsichtig. Niemanden Aufruhr wecken. $2. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was. Ich wusste es. Daniel. Oh no. Oh fuck. Oh my god. Daniel, what's happening? Mach keinen Scheiß. Calm down. You lied. Dad. Wir fliegen auf hier. Your dad is dead. Why? Ach du Scheiße. Er hat's rausgefunden. Say something, you asshole! Scheißdreck. Why did you lie? Nein, komm, beruhig dich. Komm runter. I just wanted to protect you until I could protect me from what? Komm runter, ruhig. You? Ruhig, Junge. I hate you. Eine ruhige Nacht. Eine ruhige Nacht. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me! Daniel, please! Oh, oh fuck. Ruhig. Okay. Das werden eh schon alle ein bisschen mitgekriegt haben. Der hat so viel Lärm gemacht. Und wir haben die Tür nicht zugemacht. You told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just. Just don't lie to me ever again. Ever. I promise I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. Yeah. It's gonna be okay. Die Hand. It's gonna be okay. Sean. Am I a monster? Nothing is wrong with you. You're different. Die haben den Bus genommen. Okay. Sehr schön. Und es ist nichts passiert in der Nacht. What are we gonna do now? I was thinking, maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know?
Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together. Wird fortgesetzt. Fortsetzung folgt. Life is Strange 2, Episode 1. Worlds. Ah, haben wir die erste Episode durchgespielt. Ja, das war ja eine packende Episode. In der ersten Episode, wie man es so von Life is Strange kennt, das ist viel passiert jetzt in der ersten Episode. Die Flucht, also hat ja alles heile zu Rose angefangen. Dieses am Anfang das Spiel mit dem Spiel zu Hause, dass die Freunde treffen, auf die Party gehen, das ist also gehen wollen für die Party packen und dann dieser Unfall dort mit dem, das ist mit dem Vater und dann. Die Flucht. In der Wildnis übernachtet, das ist erstmal die Tankstelle. Von dem Rassisten-Bastard gefangen gehalten wurden. Der nette Mann, der uns ins Hotel gebracht hat. Also echt. Ich habe ihn erst misstraut, aber so schlecht scheint er nicht zu sein. Und der Arcadia Bay haben wir gesehen. Das zerstörte Arcadia Bay. Tja. Ich habe übrigens mal nach der Folge nochmal geguckt,
und mal ein bisschen Let's Play von Gronkh zum Beispiel angeguckt. Beim Gronkh im Let's Play, der hat damals Arcade Bay verschont. Da ist nicht viel anders, also du hast halt nur an dieser Stelle, du musst halt, wie ich es glaube ich mit reingeschnitten habe, dann in den Part, in den ersten Part, musst du am Anfang auswählen, ob du Arcade Bay zerstört hast oder heil gelassen hast. Und der einzige Unterschied, den man hat, ist halt, was halt auch geil gewesen wäre, dass du halt dann nochmal das intakte Arcadia Bay siehst, dass du halt wirklich den Leuchtturm siehst, der dann auch noch Licht wirft und so, dass du halt wirklich die Umrisse erkennen kannst, noch viel mehr als, ich meine, wir haben es auch erkannt, so die Trümmer vom Leuchtturm und die Schule steht nicht mehr und wir haben die Form erkannt, aber jetzt halt da noch ein paar Autos unten anfahren sehen und so, dass halt jetzt halt noch einen romantischen Blick auf Arcadia Bay sehen können. Ja. Also einen Zwischenstopp in Arcadia Bay hätte es nicht gegeben, aber ja. Nett wäre es gewesen. Wir leben mit unseren Entscheidungen. Ah, hier die Sprecher von Sean und Daniel. Also ich muss sagen, mir wurde vorher gesagt, also auch mit, auch von Modi, der hat mir davor, bevor ich das gekauft habe, viel gesagt, das ist schlecht. Stinken, zerreißen das Spiel, habe viel Schlechtes über das gehört. Also ich meine, ich habe jetzt erst die erste Episode gespielt, aber ich muss sagen, also mir wurde immer gesagt, spiel nicht Life is Strange Before the Storm und spiel nicht Life is Strange 2. Es ist schlecht, es ist mies, es ist nicht so gut wie Teil 1. Ja, teilweise kann ich dem natürlich ein bisschen. Ja, ist natürlich nicht so gut wie Teil 2 ist natürlich nicht so. Aber wann ist der zweite Teil in der Reihe schon so gut wie der erste Teil? Das ist. An Arcadia, an das Arcadia Bay Abenteuer und an Life is Strange 1 kommt natürlich nichts ran, aber ja, es ist, kann man spielen, es ist, ich will noch nicht sagen, es ist ein Top Game, wir haben erst, ich glaube 4 Episoden gibt es oder 5, wir haben erst ein Viertel oder ein Fünftel davon gespielt, da kommt noch einiges, aber ich denke, das was ich jetzt aus der ersten Episode gesehen habe, ey, tja, halte ich wirklich für fies. Das ist also ein bisschen fies gegenüber dem Spiel. Das hat das Spiel nicht verdient, zu sagen, dass das schlecht ist. Ich finde es mindestens. Es ist. Also mit Life is Strange Before the Storm will ich durchaus vergleichen. Ich würde das auf ein Level setzen. Life is Strange Before the Storm und Life is Strange 2. Also bisher kann noch besser werden, aber am momentanen Stand entwickelt sich in die Richtung. Bei Life is Strange Before the Storm habe ich schon gesehen, gab kleine Schwächen, gab kleine. An Life is Strange Before the Storm gab es so ein. Das ein. Gerade das fand ich ein bisschen schade. Da gab es an den einen oder anderen Ecken noch so ein bisschen, da hätte ich mir mehr gewünscht, so noch ein bisschen mehr Zeit in der Schule und noch mehr so Richtung die Personen kennenlernen, weniger Chloe, sondern mehr so Richtung vielleicht noch ein Treffen mit Max und es gab es im DLC, was wir gespielt haben, ja, so ein bisschen, aber so ein bisschen nochmal die. Und so ein bisschen die Überschneidung, so vielleicht das Teil 1 noch so ein bisschen aus der Perspektive von Chloe, so ein bisschen, so den die Anfänge so ein bisschen. Das hätte ich mir noch gewünscht da rein, aber es ist, ja, genug von Life is Strange, Before the Storm. Life is Strange 1 ist natürlich großartig und schlagbar. Aber kein Grund, das hier irgendwie abzustufen, das ist.
Vielleicht kommt noch später irgendwas, was worüber ich mich noch tierisch aufregen werde. Ich weiß es noch nicht, da will ich noch nichts sagen. Aber bisher solide. Auch die Superkräfte sind wieder ja relativ glaubwürdig verkauft. Das ist halt ja, dass da dieser Sturmkräfte hat. Das wird noch erklärt, wahrscheinlich irgendwie. Ja, wahrscheinlich gehe ich mal von aus, dass die noch in zukünftigen Kapiteln weiter erklärt werden. Und die Story ist doch spannend, das ist. Wenn es denkt, hier ist noch nicht zu viel. Okay. Zu viel ist noch nicht. Es ist eigentlich. Nee, das ist viel passiert. Ich meine, es geflucht, wurde zusammengeschlagen und gefesselt und so weiter. Es ist viel passiert schon in der ersten Episode. Das ist. Aber es ist schon. Also. Dem muss ich aufs Stärkste widersprechen, dass das Spiel schlecht ist. Aus momentaner Sicht. Ihr wisst. Das ist natürlich nur so ein erster Eindruck, aber ja, reden wir nochmal in den Endquests drüber. Wenn wir die letzte Episode geschafft haben. Ja. Ja, hier in Credits können wir mal drüber reden, deswegen labere ich jetzt darüber. In Credits hat man Zeit für sowas. Du kannst auch hier ein bisschen beschleunigen, aber. Ja. Ich werde gleich im Anschluss. Zweite Episode weiterspielen. Mach ich direkt das gleich hinten dran. Mach zwischendurch dann immer Aufnahmen, Pausen. Ja. Mal sehen, wie es weitergeht. For our dear friend and colleague, Michael Shark. Ah, die Entscheidung. Der Beginn eines weiten Weges, Errungenschaft freigeschaltet. Du hast den Schock Okus Daniel gegeben müssen. Ja, die erste Richterentscheidung. 42% haben den für sich selbst behalten. Also keine Entscheidung getroffen. Jetzt wird es hier schmerzhaft. Das ist Theban angelogen, die haben wir nicht. 73%, die haben auch die Wahrheit gesagt. Cooler Dad, dass er hier so reagiert hat. Gab keinen Grund zu lügen. Das ist Theban umarmt. Letzte Umarmung mit dem Papa. Haben wir natürlich nicht gewusst, aber 10% haben die Umarmung abgelehnt. Ja, komm, nach der Aktion hier, das ist nach dem coolen Daddy, den coolen Daddy Umarmung. Komm, du hast kein Geld aus dem Glas genommen. Oh, what? Wenn uns mehr Geld mitnehmen können. Das habe ich nicht gesehen. Und ein bisschen Geld beim Papa klauen können. Für die Party. Das hätte uns im Nachhinein ein bisschen geholfen, jetzt hier auf der Reise. Du hast Geld aus dem Glas gestohlen, du hast etwas Geld ins Glas getan. 8%, okay, 8% haben Geld ins Glas. Achso, doch, das haben wir gesehen. Die Reisekasse. Da haben wir bloß nicht angefasst. Haben wir einfach so. Was Geld ins Glas getan? Ja, gut, die haben dann weniger Geld auf der. Ja. Das Bett konfrontiert, du hast Daniel in Frage gestellt. Er hat sich übrigens nichts getan, nicht viel. Wäre auf dasselbe hinausgelaufen. Die Story, der ist es ja, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Das Spiel geht darum, dass sie auf der Flucht sind und es ist, ob wir den jetzt konfrontiert hätten oder nicht konfrontiert hätten. Es ist. Manche meinen, ich hab's auch schon mal Grund gesehen im Let's Play. Manche meinen,
Man muss den mal ein bisschen eingekreidet ist, man muss den mal ein bisschen. Man soll nicht so gleich auf Konfrontationskurs gehen. Ich wollte mich einfach hinter den Bruder stellen. Ich wollte einfach schon von Anfang an das Zeichen setzen hier. Bruder, ich bin für dich da und ich bin auf dieser Reise. Wo auch immer das hingeht. Dein Gefährte. Du bist auf dem Parkplatz gestohlen, selbstverständlich. Du hast Dinge geschickt und es ist 21% haben das gemacht. Du hast selbst um Essen gebettelt, du hast nicht um Essen gebettelt. 41% nicht gebettelt, okay. Noch ein paar Chips gekriegt, glaube ich. Das war eine kluge Idee, Dinge zu schicken. Das hat deswegen geklappt. Du hast eine Tankstelle gestohlen. Du hast gestohlen, während Daniel Doris abgelenkt hat. Ach, das ging auch ohne. Du hast eine Tankstelle nichts gestohlen. Was die meisten gemacht haben, was auch die wahrscheinlich bessere Variante gewesen wäre, dann hätten wir das Essen nämlich mitnehmen können. Das haben wir nicht gekonnt. Weil wir dann überfallen wurden. Und als wir dann hier beim nächsten Hank geschlagen haben und den dann, Hank heißt der Drecksack, der hat natürlich wieder alles an sich genommen. Dadurch haben wir es wieder verloren. Also wenn wir an der Tankstelle nichts gestohlen, das habe ich schon direkt danach gesagt, habe ich schon direkt bereut, weil ich glaube, es gab auch nicht die Möglichkeit, da wegzukommen, sondern wir waren dort direkt an der Stelle, wenn wir nicht hinkommen, die Möglichkeit, ungeschoren davonzukommen, wäre gewesen, nichts zu klauen und dann von ihm, er verdächtigt uns und bringt uns, wir zeigen der Dame am Tresen unseren Rucksack, ist natürlich nur das Zeug drin, was wir gekauft haben. Eventuell hat es Ärger gegeben, weil sie auch irgendwie ein Rassistin ist und behauptet, da ist was Gestohlenes drin, was wir gekauft haben, aber ich weiß es nicht. Ich denke, es hätte ein Weg sein können. Da ich hier sehe, dass das die nächste Entscheidung ist, wahrscheinlich wäre es dann so gelaufen. Wissen wir nicht. Okay, da haben wir den geschlagen und die Campingausrüstung gestohlen. Was sehr klug war, die Campingausrüstung zu stehlen. Werden wir noch brauchen. Haben wir jetzt in dieser Episode nicht gebraucht, aber das nicht zurückgerufen. 61% haben zurückgerufen. Oh, okay. Ja, ich war ein bisschen paranoid mit dem. Vielleicht ist es eine Falle und so. Du hast Daniel versprochen, dass du ihn nicht nochmal anlügst. 9%, was ist falsch mit euch? Okay, Daniel, auch aus Daniels Sicht. Daniel hat etwas über die Wegmarkierung gelernt. 97%. Daniel ist hingefallen und dreckig geworden. 21%, der ist soweit nicht hingefallen. Okay. Ja, da haben wir besser auf ihn aufgepasst, wenn wir besser auf ihn aufgepasst hätten und da ihm runtergeholfen hätten bei der Einstelle. Denn er hat im Wald eine Festung gebaut. In der Holz, okay, 47% haben ihn Holz schicken lassen. Denn er hat sich nicht mit dir im Holz sammeln gemessen. Okay, hätte man ein Duell draus machen können, Wettrennen. Denn er hat nicht gelernt, wie man Steine hüpfen lässt. Wir haben es zumindest versucht. Denn er hat gelernt, okay, hätten wir besser machen können. Denn er ist nicht wütend geworden. Okay, dort im Wald. Denn er war im Wald wütend auf dich. Ah, weil wir es ihm vielleicht dort schon erzählen konnten oder so. Keine Ahnung. Denn er hat eine erträgliche Nacht. Denn er ist von den Bären schlecht. Ah, okay. Wir haben die gegessen und es ist vielleicht auch schlecht geworden, aber wir haben es nicht so sehr bemerkt. Denn er wäre schlecht geworden, wenn wir ihm die Beeren angeboten, weil wir ihm das nicht gegeben haben. Sehr schön. Denn Geschichten haben den ihr Albträume bereitet. Okay. Denn er musste um Essen betteln. 21%, den er musste nicht betteln. Okay, das ist die eine, die wir auch schon hier dort drüben getroffen haben. Den hat Doris abgelenkt, den hatten wir auch schon. Denn er hatte genug zu essen. Das ist doch hier, das war die Entscheidung, wo wir da am Tisch
gegessen haben. Habt ihr noch eingekauft? Wenigstens das war gut. Danny hat kein Power-Bier-Spielzeug bekommen. Okay, gab es da eine Möglichkeit, wahrscheinlich im Laden zu kaufen? Ja. War wahrscheinlich zu teuer. Danny hat etwas von Bodhi gestohlen. Okay, Danny hat nichts gestohlen. Hätten wir das sehen können und ihn aufhalten können? Tja. Keine Freunde, die das gespielt haben. Alright. Come on, man. Focus. Winter's coming. Okay. Trust me. You can do it. Die macht es stark in ihm. Teaser. Wir spielen natürlich gleich weiter. Kurze Pause. Kurze Pause für euch. Schneid jetzt hier das Ende ran wahrscheinlich. Bis zum nächsten Part. Dann machen wir gleich weiter.